Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy XIV A Real Reborn. Erstmal sorry, dass die letzten Tage so gar keine Videos von Final Fantasy kamen. Das lag einfach daran, dass ich in meinem PC was umgebaut habe und das Spiel dann anfangs nicht funktioniert hat. Aber jetzt geht es wie gewohnt weiter mit dem Let's Play. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch und ihr seht schon, die Grafik ist um einiges besser geworden. Und das habe ich euch zu verdanken, denn ich habe mir jetzt einen neuen Prozessor und ein neues Mainboard in meinen Computer angebaut und deswegen sieht das Ganze jetzt auch so aus und sollte jetzt auch alles flüssig laufen. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, wo wir denn hin müssen, denn wir müssen wieder ein paar Quests erledigen, um einfach ein paar Ringe aufzusteigen und dann diese Schlüsselquest zu lösen, die wir ja hier irgendwo haben. Wir laufen einfach nochmal ein bisschen weiter, denn ein bisschen weiter hinten, lass uns auf die Uhr gucken, über 10, okay. Ich weset. So, hier nach oben müssen wir. Treibsand. Ah, guck mal. Hier kennen wir uns doch gleich schon aus, oder? Wo ist denn hier die Quest? Ha? Geht's denn da irgendwo nach unten? Oder was ist hier? Aber laut der Karte sollten hier Quests sein. Ah, hier ist einer. Was hast du denn für uns? Lieferschwierigkeiten. Brudolf hat eine Lieferung verwechselt und scheint ratlos. Okay. Bla 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 bla. Auftrag angenommen. Mit Mimischu sprechen. Wo ist denn Mimischu? Hier hinten, wie scheint, ne? Hier ist Mimischu. Okay, dann rennen wir doch gerade mal hin. Obwohl, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann können wir auch gleich mal den kleinen Knipsel nach seiner Quest fragen. Vernachlässigt seine Pflichten, benötigt Hilfe, Abenteuer. Fahrplan bei Giganus an Dalua Reiger abliefern. Ach du heilige Kacke. Okay, zuallererst mal gehen wir hier raus und ich glaube, gerade durch ist eine relativ gute Lösung. Das heißt hier entlang, weil so wie es aussieht, müssen wir hier unsere Quest abgeben, richtig. Oder müssen wir da zumindest was erledigen, deswegen gehen wir da mal ganz kurz hin. Habe ich schon gesagt, wie schön ich die Musik in Final Fantasy finde? Glaube nicht, ne? Naja. Ich habe das Spiel übrigens auch auf der Gamescom gesehen und habe auch mit ein paar Leuten da geredet. Also, das Spiel ist da... muss ich hier nicht hier rüber irgendwo? Ja, ich habe das da auf der Gamescom gesehen und habe mir da den Stand angeguckt und so geguckt, wie denn die Pro-Player, sag ich mal, das ganze Spiel spielen, und das ist schon ein ordentlicher Unterschied zu dem, was ich hier mache. Also das sind dann ganz andere Dimensionen, so mit Raiden und so weiter und so fort. Kriege ich hier Damage? Sieht fast so aus, als ob ich Schaden bekommen habe. Aber naja. Zu dir will ich. Abgeben. Abschließen. Auftrag abgeschlossen. Dann rennen wir wieder nach hier oben irgendwo. Oder wo waren wir denn? Wo geht's denn hier rein? Da hinten, ne? Glaube schon. Aber die Musik hier ist auch schön. Also es war auf jeden Fall sehr cool auf der Gamescom auch mal den Stand zu sehen. Und diese riesen Bühne, die sie da aufgebaut haben. Also das war, glaube ich, so eine Art Turnier oder sowas. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber es sah auf jeden Fall eindrucksvoll aus, also im Gegensatz zu meinem kleinen Knirps da, was sie da gemacht haben. Aber ich finde meinen kleinen Knirps immer noch süß. Und ich werde ihn auch behalten. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen ganz nach hier drüben. Dann rennen wir da doch mal hin, einmal quer über die Map. Das sieht schon echt schön aus, wenn man das jetzt mal alles auf Ultra oder so stehen hat. Doch, gefällt mir. Also ich meine, gut, das Spiel hat jetzt nicht die beste Grafik, aber trotzdem, mir gefällt einfach das Spiel. Und ich meine, solche Hardcore-Fans von Final Fantasy gibt es ja natürlich auch, für die ist das noch was ganz anderes. Also wirklich die Leute, die das immer gespielt haben. Ich wurde auch auf eine Veranstaltung von Square Enix eingeladen, auf eine Fanparty von Final Fantasy, aber da konnte ich leider nicht hin. Ich wäre zwar gerne hingegangen, aber ich konnte leider nicht. Und
Leute meinten auch, das ist so für Hardcore-Fans. Ist das dann besser geeignet, sag ich mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier raus, ne? Glaube schon. Also für die ist das dann mehr gedacht, für solche Hardcore-Fans, um dann da Sachen zu sehen und hinter den Kulissen und sowas. Also so gut kenne ich das Spiel jetzt auch noch nicht. Ich würde mich nicht unbedingt als Hardcore-Fan einstufen, also nicht so krass wie manch andere. Mir gefällt das Spiel zwar, boah, das ist auch schön, das hat man die letzten Male gar nicht gesehen. So weit konnten wir da glaube ich gar nicht schauen. Schon echt eindrucksvoll. Ach, hier hinten diese komischen Bohrtürme und dieser Torbogen da und so. Gefällt mir. Hammerweide. Ich glaube, hier waren wir schon mal bei Nacht, ne? Kann das sein? Hier, guck mal, bei Auswählen müssen wir unsere Quest abgeben. Paket für Horizont. Okay. Hanf-Wappenrock. Hanf-Halb. Geschick, Willenskraft. Wir nehmen einfach mal das hier abschließen. Erfahrungsstufe aufgestiegen. Ey, vielleicht können wir jetzt die Schlüsselkraft-Ding machen. Was können wir denn hiermit jetzt? Okay. Na, was hast du denn noch? Gib aus dem Weg. Sucht jemand, der seine Fracht wiederfinden kann. Machen wir doch gerne. Aber was geht hier denn ab? Okay, wo müssen wir hin? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Oh, ich muss mich beeilen. Nicht so rumtrödeln. Hier hinten ist irgendwo ein Pfeil, da müssen wir hin. Aber krass, jetzt erkunden wir mal die Welt hier. Da sind auch so krasse Viecher. Hammerschnabel. Müssen wir da wirklich rein? Sieht fast so aus, ne? Ach, hier in dem Gebiet ist irgendwo seine Fracht, denke ich, oder? Ach so. Oh, war das gut oder war es schlecht? Ich glaube, das war... Oh, warte, will der uns essen? Was ist denn das für ein Riesenviech, Alter? Macht mir irgendwie Angst. Alter, krass, okay. Boah, was müssen wir machen? Verdammt und verdorben. Transportkisten finden. Okay. Ja, das wird, glaube ich, schwer. Ich habe ja einen bisher unbekannten Ort betreten. Hi. Naja, ihr macht das schon, ne? Die Sandkröten. Okay, ich glaube, hier war jetzt nicht so viel. Aber viel mehr gibt es ja auch gar nicht, was ich jetzt hier so machen kann. Autsch. Stell dich dem Fate. Okay, ich gehe mal wieder auf die Brücke. Vielleicht bin ich auch komplett falsch hier, wo ich bin. Aber nee, ich war schon richtig, glaube ich, weil jetzt wird auch das nicht mehr angezeigt. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Oh, wow, gute Frage. Hier drüben, glaube ich. Ich fühle mich hier voll dumm rum. Hi. Stelle dich dem Fate. Gefällt mir ja, aber ist schön. Einfach so ein bisschen in der Landschaft rumzupimmeln. Auch wenn man die Quest dann irgendwie nicht schafft oder so, aber... Ist schön. Das Ganze mal anzugucken. Hey ho. Ja, auch so ein Chocobo. Horizontblick. Unser kleiner Mann ganz groß. Mal. Sprinten können wir noch nicht. Da ist die Brücke, an die ich wollte. Weil die Hyänen oder was auch immer das darstellen soll, sehen nicht komisch aus. Hä? What? Ey, ich habe nichts getan. Lass mich in Ruhe. Ich habe ihn nur dumm angeguckt. Ich habe nicht mehr dumm geguckt. Okay, irgendwie ist das Ding jetzt hier weg, ne? Da gibt es noch mehrere.
Okay, ich glaube nicht, dass wir diese Quest so wirklich schaffen werden. Habe ich jetzt einfach mal so im Urin. Deswegen müssen wir denn hin. Laufen wir einfach mal da, wo uns der Pfeil es anzeigt. Ja, ist auf jeden Fall nicht so aus wie das Ganze. Okay, wir gehen einfach mal wieder zurück. Transportkisten finden. Die Quest müssen wir natürlich, wie gesagt, irgendwann mal noch machen. Aber nicht jetzt. Jetzt renne ich erstmal wieder zurück. So, stiefeln wir hier hoch. Ja, weiß nicht. Also Benny meinte ja, das hier ist die ekelhafteste Stadt, sage ich jetzt mal, wo man spawnen kann. Also, dass die nicht so schön aussieht und es gibt noch viel bessere, in denen man spawnen kann. Aber naja, ich kenne das eben noch nicht so gut. Aber trotzdem machen wir jetzt ein 360 hier rein. Oder nur 180, ist auch egal. So, ja, war jetzt ein bisschen. Wir versuchen mal Folgendes. Renne ich gerade in die richtige Richtung? Nein, tue ich nicht. Wir wollen hier entlang rennen. Und dann laufen wir ganz kurz dahin, wo wir die Schlüsselquests machen können. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir die Schlüsselquest machen können oder ob diese immer noch gesperrt ist, weil wir ein zu niedriges Level haben. Bin das schön hier. So, und hier können wir unsere Schlüsselquest machen. Ob wir sie schon machen können oder nicht, weiß ich nicht, aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Also haut rein, habt einen schönen Tag, lasst eine Bewertung da und tschüss, bis morgen.